In diesem Experiment schauen wir uns an, wie Sonnendrucke funktionieren, beziehungsweise Sonnendruckpapier. Das ist was ganz Interessantes. Und zwar habe ich hier schon liegen, das hier, damit hat man früher Fotos gemacht, bevor es ja das Zeitalter der Digitalkameras oder beziehungsweise jeder an seinem Handy so ein Ding hat. Das hier ist ein Film und der wurde belichtet und nach dem Belichten musste man ihn entwickeln und dann hat man hier was gesehen. Das hier ist jetzt ein Negativfilm. Es gibt auch entsprechend für Dias Positivfilme. Das heißt, der Unterschied ist, beim Positivfilm sieht es halt so aus wie in Wirklichkeit und beim Negativfilm ist halt alles vertauscht. Die Farben, also praktisch was normalerweise schwarz ist, ist da weiß und so weiter und so fort. So, und das machen wir jetzt mal selber. Und zwar findet man das tatsächlich, wenn man das nachmachen möchte, das Zeug heißt Sonnendruckpapier. Das ist ein Papier, das ist mit einem eisenhaltigen Pulver beschichtet. Und dieses eisenhaltige Pulver hat halt die Eigenschaft, wenn es in der Sonne liegt, dann verändert sich das. Und zwar entsteht da ein blauer Farbstoff. Den sieht man nicht gleich. Und naja, wir probieren es einfach mal aus. Hier habe ich dieses berühmte Papier. Hier, das ist ganz normal. Hier sieht man so leicht, ja, dass hier was drauf ist an der Farbe. Und dann habe ich hier ein paar Sachen vorbereitet. Also ich probiere jetzt einfach mal das Negativ aus, was dabei rauskommt. Und gleichzeitig habe ich hier auch noch mal ein paar Sachen aus Pappe ausgeschnitten. Da. Na, kommst du. Und da. So, und damit das jetzt hier auch drauf bleibt und ich nicht hier irgendwie mit Tesafilm oder so arbeiten muss, nehme ich jetzt mir einfach eine Klarsichthülle, stecke das in die Klarsichthülle rein. So, hier ist das Papier. So, jetzt habe ich hier noch einen Tannenbaum. Der kommt da unten hin. Dann habe ich noch ein Blümelchen. Und wenn das Blümelchen nicht so alleine ist, ein Baum dazu. So, soweit, so gut. Dann würde ich sagen, lege ich das mal in die Sonne und in ein paar Minuten sehen wir uns wieder. Ja, nochmal ein bisschen zurechtfuddeln. Gut, jetzt passt's. Dann bis gleich. So, ich bin jetzt draußen. Man sieht, die Sonne scheint. Und habe einen schönen Platz gefunden. Wie man sieht, habe ich es ein bisschen schräg gestellt, damit die Sonne schön drauf scheint. Und dann werden wir gleich mal gucken, was da draus geworden ist. Es muss laut Beschreibung je nach Sonneneinstrahlung zwischen 10 und 30 Minuten liegen. Ich werde jetzt einfach mal eine Viertelstunde probieren. Und dann schauen wir mal. So, die Viertelstunde ist um und Zeit mal zu gucken, was draus geworden ist. Also, ich nehme das hier einfach erstmal aus der Folie raus. Man sieht tatsächlich schon ein bisschen was. Es hat sich ein blauer Farbstoff gebildet, aber so richtig gut sieht man den noch nicht. Dafür ist jetzt dieses Wasserbad sehr wichtig, weil jetzt, man sieht, jetzt wird es immer deutlicher. Das heißt, früher war das im Prinzip eigentlich nichts anderes als Fotopapier. Das heißt, jetzt wird entwickelt. Das heißt, es passieren im Prinzip zwei Sachen. Einmal, der Farbstoff wird
sichtbar. Und das Zweite, was passiert ist, man möchte ja, dass das Ganze erhalten bleibt. Und wenn ich das jetzt ich räume das mal zur Seite, dann kann ich das hier hinlegen. So, und jetzt sieht man, sehr schön, meinen Sonnendruck. Gut, hier bei den Filmstrahlen sieht man leider nichts, aber hier oben der Weihnachtsbaum, die Blume und der Baum sind eigentlich ganz gut bei rumgekommen. Und ja, so hat man im Prinzip früher tatsächlich diese Filme und auch die Fotos entwickelt. Ich glaube, so ein Trend ist ja auch zurzeit wieder die Sofortbildkamera. Das ist im Prinzip ähnlich gelaufen. Ja, mal eine ganz spannende Geschichte, wenn man es selber ausprobieren möchte. Wie gesagt, Sonnendruckpapier heißt das Zeug. Ist mal eine ganz spaßige Geschichte.